weiß, wer da dahinter steckt und Sie auch. Aber was regen Sie sich auf, Herr Stutz? Guten Morgen. Endlich ist mal was los. Ich habe damit nichts zu tun. Ach, es pfeifen da schon die Spatzen von den Dächern. Sie und dieser Werbemensch. Nein. Wer sonst kommt auf so eine Blasphemie? Vielleicht wird es nur gut gemeint. Die frohe Botschaft ist kein Waschpulver, Frau Bebel, mit dem man Schaum schlagen kann. Aber das typisch für den Geist, mit dem hier neuerdings Gemeindearbeit geleistet wird. Nun ja, also der ist ja nichts Unanständiges. Der Text ist ja nicht, stammt ja nicht von irgendjemandem, nicht? Sondern von höchster Stelle. Eben. Das Neue Testament als Reklame. Ist unmöglich sowas. Nun, es ist schon möglich. Was hat sich unser Pfarrer nur dabei gedacht? Ja, das frage ich mich auch. Man müsste den Bischof informieren. Vielleicht gehen ihm dann die Augen auf, was für einen Pfarrer wir hier haben. Was für einen Pfarrer habt ihr denn? Der Herr Stutz regt sich über die Plakate auf. Plakate? Ich sehe keine Plakate. Na, die Plakate, welche denn sonst? Wollen Sie mir wieder was anhängen? Anhängen? Sagen Sie nur, Sie wissen nichts davon. Nein. Und vor der Messe will ich auch nichts davon wissen. Schlägt der Umweltskandal um die Eberfelder Werke der Firma Dannecker hohe Wellen. In einer Pressekonferenz versicherte gestern Minister Kreiling, dass nichts vertuscht werden soll, aber man lasse sich von der Sensationspresse nicht zu voreilig. Sensationspresse, natürlich. Das gibt es. Wir haben nur diskutiert. Und er meint, wir machen alles falsch. Wir? Ja, also das heißt, die Pfarrer und die Kirche, naja, wir alle. Ich werde mir die Sache mal ansehen. Sind die Plakate wenigstens gut gemacht? Also mir gefallen sie. Warum denn nicht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Besser kann man es doch nicht sagen, oder? Trotzdem. Mir wäre lieber, Ihr ungestümer Freund würde sich bescheidenerer Mittel bedienen, um Ihr Herz zu erobern. Am Ende habe nämlich ich das auszubaden. Na, wer sagt's denn? Es geht schon los. Ich bin nicht da. Und sagen Sie Ihrem Herrn Busche, dass ich das ausgesprochen dumm finde. Und wo sind Sie? Religionsunterricht Goetheschule. St. Augustin Bieler. Grüß Gott, Herr Silenius. Ja, hat er. Ja, das heißt nein. Dann hätte er den Bischof sicher unterrichtet. Im Moment nicht, er ist gerade gegangen. Mhm. Sobald er zurückkommt. Mhm. In Ewigkeit arm. Boah, wenn der so fromm ist, wie er fett ist, dann will ich Religion ab. Besser als Biologie. Mist, ich habe meine letzte Aufgabe noch nicht. Kannst du bei mir abschreiben? Deine Schwester. Ich habe gehört, die soll mit einem Ithaka abgehauen sein. Erstens ist das kein Ithaka, sondern ein Spanier. Und zweitens gehe ich das einen Dreck an. Entschuldige, man wird ja wohl mal fragen dürfen, oder? Außerdem, mir soll es egal sein. Ein Knoblauchfässer weniger. Guten Morgen. Morgen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Soll nicht wieder vorkommen. So. Dann wollen wir mal. Also, ich bin Pfarrer Kempfert. Adam mit Vornamen. Wie der erste Mensch. Und wie ich sehe, haben wir sogar eine Eva. Wer von den beiden Damen ist die Eva Maurer? Grüß Gott. Guten Tag. Dann bist du die Roswitha. Oder die Silvia? Roswitha. Und wo ist die Silvia? Die fehlt schon lang. Die ist krank. Aha. Und wer bist du? Hannes Stegmeier. Johannes. Dann musst du der Kurt sein. Stimmt. Denn den Hans-Peter kenne ich hier schon. So. Und bevor wir einsteigen,
in die spannendste Geschichte, die sich auf unserem Erdball und in der vieltausendjährigen Geschichte der Menschheit zugetragen hat, nämlich die Geschichte vom Sohn des Menschen oder des Menschensohn. Hätte ich gerne von euch gewusst, warum ihr eigentlich hier seid. So wie ihr ausseht, glaube ich nämlich nicht, dass Religion euer Lieblingsfach ist. Hm? Na? Eva? Also, mich interessiert das eigentlich schon. Ich mache euch nichts vor und ihr macht mir nichts vor. Sonst können wir das Ganze gleich vergessen und ins Hallenbad gehen. Soll ich euch sagen, warum ihr hier seid? Erstens, weil eure Mutter oder euer Vater so will und sonst der Teufel los ist zu Hause. Zweitens, weil ihr damit ganz lässig euren Notendurchschnitt aufbessern wollt. Von mir aus. Und drittens, da kommt ihr aber so schnell nicht drauf, weil dazu muss man nämlich so alt sein wie ich und so viel gesehen haben wie ich. Drittens seid ihr hier, weil es keinen Zufall gibt. Donnerwetter, Johannes. Weil es keinen Zufall gibt. Mit anderen Worten, es hat irgendeinen Sinn, den wir noch nicht verstehen können. Aber vielleicht so gegen Ende des Schuljahres oder vielleicht auch erst sehr viel später, irgendwann in eurem Leben, wird es euch plötzlich klar werden, warum ihr hier seid. Mit mir, und ich bin auch nicht zufällig hier, wollen wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken, was das alles soll, um uns herum und vor allem in uns. Ist das mit dem Ministerium geklärt? Nicht, dass er dann auf Ihre Einstellung klagt. So steht es wörtlich im Erlass vom Kultusministerium. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, nein, Herr Pfarrer, ich bin hier sowieso gleich durch. Was gibt's denn? Ich hoffe, keinen Ärger, denn davon habe ich genug. Ich komme wegen Silvia Rahner. Ach. Sie soll schon länger fehlen. In anderen Fächern mag das nicht so auffallen, aber bei meinen paar Hanseln, sie soll krank sein. Gehen wir in mein Zimmer. Silvia Rahner ist nicht mehr auf unserer Schule. Dass sie bei Ihnen noch auf der Liste steht, ist ein Versehen. Aha. Und warum darf das die Sekretärin nicht hören? Weil sowieso schon genug geredet wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich damit zufrieden geben würden. Ist sie umgezogen oder was? Nein. Dann ist sie von der Schule geflogen. Herr Kempfert, ich kenne Sie gut genug, um diese Sache lieber für mich zu behalten. Silvia Rahner ist nicht zum Unterricht erschienen und dabei wollen wir es belassen, ja? Und ich kenne Sie leider noch nicht gut genug, um mir daraus einen Reim machen zu können. Na schön, dann würde ich das Mädchen eben selbst fragen müssen. Herr Pfarrer. Ja? Das Mädchen hat AIDS. Jedenfalls wird das behauptet. Und ich werde mich hüten, da irgendwie von amtlicher Seite tätig zu werden. Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich bin sogar froh, dass sie nicht mehr kommt. Ich wäre sonst wahrscheinlich gezwungen, sie vom Unterricht fernzuhalten. Also wie? Hat sie nun AIDS oder nicht? Und selbst wenn, hat sie ein Recht darauf, hier zu erscheinen? Sehen Sie, genau das habe ich erwartet. Herr Dr. Dr. Kempfert, der Rächer der Enterbten. Wir sind hier nicht in der katholischen Akademie, das ist eine Realschule. Realismus ist hier am Platz. Was glauben Sie, was los ist, wenn wir das Mädchen hier reinlassen? Die Eltern gehen auf die Barrikaden. Ja, lesen Sie keine Zeitung. Doch, aber ich werde das nie begreifen. Wie normale Menschen, die nasse Augen kriegen, wenn der Panda-Bär im Zoo Schnupfen hat. Wie diese guten, netten Menschen plötzlich Unmenschen werden. Angst, Herr Kempfert. Angst. Ich finde das auch erbärmlich, aber was soll ich machen? Das Ganze ist eine Grauzone. Verwaltungstechnisch gesehen. Gut. Dann werden wir eben ein bisschen Farbe reinbringen, nicht wahr? In die Grauzone. St. Augustin? Nehmen Sie doch das Putzmittel hier. Ja, schon wieder ich, Herr Busche. Und ich kann nur wieder sagen, dass sie nicht dran geht. Also geben Sie es auf. Nicht diesen Lappen. Außerdem bin ich auch gleich nicht mehr da, weil ich dann in der Küche bin. Herr Busche, damit scherzt man nicht. Ja, so sehen Sie aus. Nein, ich schließe Sie nicht in meine Gebete ein. Wir beten nicht, wir putzen. Wiedersehen.
helfen? Oh, mit Glück, das ist eine sehr gute Idee. Bitte schön, dann kann ich nämlich Ihnen da. Sie bleiben schön da. Und Sie hören auf, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Nur weil Sie Ihren Herrn Busche nicht sprechen wollen, können wir doch nicht die ganze Kirche lahmlegen. Ich dachte doch, das ist wieder der Referent vom Bischof und mir fällt keine Ausrede mehr ein. Der Bischof muss von den Plakaten gehört haben. Wann kommt der Herr Kempfert wieder? Das weiß nur der liebe Gott. Das heißt wahrscheinlich nicht mal der. Aber Frau Kempfert, Sie werden doch nicht den rechten Glauben verlieren. Nein, aber meine Geduld. Ich gehe jetzt. Doch, doch, aber der Pfarrer ist gerade außer Haus. Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Sind Sie vom Radio oder vom Fernsehen? Und warum wollen Sie ein Interview machen? Herr Kempfert hat damit nichts zu tun. Bitte, wie Sie wollen. So gegen 2 Uhr. Aber ich kann nichts versprechen. Auf Wiedersehen. Ja? Ja, bitte stellen Sie durch. Na endlich. Ich versuche schon den ganzen Morgen dich. Warum? Also ich weiß nicht, was du hast, André. Die ganze Aktion hat mich eine Stange Geld gekostet. Vom kreativen Aufwand mal ganz abgesehen. Na, warte mal ab. Also ich wette, morgen ist eure Kirche proppenvoll. Was mich viel mehr interessiert ist, wann können wir uns sehen? Nicht den Pfarrer, dich. Und zwei? Zwei, da kann ich leider nicht. Da bin ich bei Dannekers in der Fabrik. Das Fernsehen. Ja, na also, es geht doch schon los. Ist doch toll. Annemarie, ich verstehe dich nicht. Erst wirfst du mir vor, dass ich mich nicht engagiere und wenn ich dann was aufziehe für euch, dann ist es auch wieder nicht richtig. Also pass auf, ich kann jetzt leider nicht, weil ich Besuch habe. Ich ruf dich später nochmal an, ja. Ich muss dich sehen, du. Ich muss dich unbedingt sehen. Hm? Tschüss. Annemarie. Sag mal, was soll das? Willst du mich hypnotisieren, oder was? Ist gar keine schlechte Idee. Bevor unsere Firma pleite macht. Ich bin der Weg 3000. Ich bin die Wahrheit 3000. Ich bin der Leo 14000. Na und? Du bist ein Louis. Du, hör mal, so früher hast du deinen Damen mal eine Kiste Champagner zukommen lassen oder du hast ihn mal auf eine Geschäftsreise mitgenommen. Auf Firmenkosten, versteht sich auch. Größere Blumengebinde konnten wir von der Steuer absetzen, aber das hier, ich bitte dich, wir sind Unternehmensberater, keine Außenstelle des Vatikan. Die Kirche ist ein Unternehmen wie jedes andere auch. Ah, ja, ja. Na schön, bitte, dann zieh das eben von meinem Gewinn ab. Du, darum handelt es sich doch gar nicht. Geschenkt. Du machst mir Kummer, was ist los mit dir? Nichts, was soll denn los sein? Heute Morgen um 9 ruft Hesslach an mit Schaum vor dem Mund. Wo warst du gestern? Ach du Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Den Kunden sind wir los. Ja, die machen sowieso nur noch ein halbes Jahr, dann sind die pleite. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Tatsache ist doch, dass dich das hier alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit genau 4 Wochen. Ach so? Wie kommst du da drauf? Seit du hinter diesem Mädchen her bist wie ein Verrückter. Mensch, komm zu dir, wach auf, ja? Wir sind doch hier nicht im Sandkasten und machen Backe-Backe-Kuchen. Wir sitzen in der reichsten Stadt der Republik und machen Umsatz. Noch ein paar Jahre und wir sind die Nummer 1. Also bitte, jetzt tu mir mal einen Gefallen und reiß dich zusammen. Keine Frau ist das wert. Auch keine Annemarie, denkst du. Ach ja, du, und dann noch was. Entschuldige, aber heute Mittag, also ich glaube, du solltest bei Dannecker mal ein bisschen kürzer treten. Die Junior-Chefin ist im Augenblick überhaupt nicht gut auf dich zu sprechen. Warum schickst du ihr denn nicht mal ein paar Dutzend Langstielige? Richard. Ja, also gut, bis sie sich beruhigt hat, werde ich Dannecker übernehmen, okay? No, no, no. Dannecker ist mein Kunde, klar? Nun, also unser Kunde wenigstens noch. Aber bitte, ich bin ja gar nicht scharf auf diese Umweltkiste. Nur tu mir einen Gefallen und sei vorsichtig. Wenn wir Dannecker verlieren, ist unser Image im Eimer. Wie läuft's da? Na gut, bis auf die Eberfelder Werke hin. Jetzt, wo die da auch noch die Umweltbehörde am Hals haben, da muss der Dannecker wahrscheinlich aufgeben. Oh weia, ist ja schon 12. Ich bin auch um 12 mit dem Schumann vom Ministerium verabredet. Ich habe da nämlich so eine Vermutung, dass eine bezaubernde Dame ein großes Interesse daran hatte, die im Ministerium auf das Werk in Eberfeld zu hetzen. Du meinst ja wohl nicht Jutta Dannecker. Genau die. Aber du spinnst doch. Du weißt doch, wie das ist, wenn Wahlen vor der Tür stehen. Der Schumann, der braucht ein Feigenblatt, weiter nichts. Aha, und warum schließen die dann die Fabrik? Sowas bringt doch im Allgemeinen keine Stimmen, oder? Kommst du mit rein? Ehrlich gesagt, wäre mir wohler, dann sieht es nicht so offiziell aus. Nur wenn Sie nachher mit zu meinem Vater gehen und sagen, dass es bei Ihnen war. Sonst gibt es Stunk, wenn ich zu spät nach Hause komme. Klar, mach ich. Gut.
Vielleicht sind Sie gar nicht da. Guten Tag. Ja, wo wollen Sie denn hin? Zu Rana. Sind Sie Vertreter? Betteln und Hausieren ist bei uns verboten. Keine Angst, wir stellen auch kein Fahrrad in den Hausflur. Und spucken auch nicht auf den Boden, komm. Kurzum, Leben verboten. Warum hast du die Musik ausgemacht? Weil jemand an der Tür war. Wer? Ich weiß nicht, die sind wieder gegangen. Soll ich dir den Grießbrei bringen? Nein, ich hab keinen Hunger. Bleibst du bei mir? Nur bis ich wieder schlafe. Gleich, Manni. Die Mama kommt ja jeden Moment. Kommen Sie. Bei uns ist es leider nicht aufgeräumt. Nur keine Umstände. Bei mir würde es genauso aussehen, wenn meine Schwester nicht immer hinterher wäre. Komm, setz dich. Ich wollte ja nur wissen, wie es dir geht und ob ich... Ich meine, wir und die Klasse nicht irgendetwas für dich tun können. Nein, mir geht es gut. Das freut mich. Dann kommst du ja wieder in die Schule, hm? Nein, vorläufig nicht. Warum denn nicht? Ich will nicht. Ich bin sowieso nicht mehr lange da. Das ist meine Mutter. Mama, wir haben Besuch. Guten Tag, Frau Rana. Ich bin der neue Pfarrer von St. Augustin, Kempfert. Und das hier ist Hans-Peter Maywald, ein Klassenkamerad Ihrer Tochter. Tag. Wir wollten nur... Bitte gehen Sie. Wir machen Ihnen bestimmt keine Schwierigkeiten. Silvia, bitte. Das kann schon sein. Ich bitte Sie trotzdem zu gehen. Das tut mir leid. Du hast es sicher gut gemeint. Uns kann keiner helfen. Das käme auf einen Versuch an. Rektor Stadler hat mich informiert, Frau Rana. Ich bin überhaupt nicht seiner Auffassung. So? Ich finde, es gibt keinen Grund, warum Silvia nicht zur Schule gehen sollte, trotz ihres Zustandes. Hans-Peter, würdest du bitte draußen warten? Ich muss mit dem Herrn Pfarrer alleine sprechen. Gut. Aber nicht vergessen, sonst kriege ich Trouble daheim. Ich komme vorbei. Und danke. Also gut. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. In der Firma ist es sowieso schon rum. Alles nette Leute. Aber gekündigt hat man mir trotzdem. Bei vollem Gehalt. Hier. Schwarz auf weiß. Möchten wir Sie bitten, von Ihrer Anwesenheit an Ihrem Arbeitsplatz Abstand zu nehmen. Ihr Gehalt werden wir Ihnen selbstverständlich wie gewohnt überweisen. Gibt's denn sowas? Ich bin sofort hin. Aber im Büro arbeitet heute niemand, nur die Schicht. Und das alles, weil Ihre Tochter AIDS hat. Silvia. Silvia ist so gesund wie Sie und ich. Ihr Bruder hat Immunschwäche. Er ist Bluter. Mit 14 hat man ihm infiziertes Blut gespritzt. Heute ist er 16. Seit 2 Jahren traut er sich nicht aus seinem Zimmer. Wir haben ihn versteckt. Aber als er dann auf die Intensivstation musste mit diesen entsetzlichen Krämpfen, da war es dann raus. Ranas haben AIDS. Wir haben kein AIDS, Silvia und ich. Aber genauso gut könnten wir tot sein. Wir sind Aussätzige, Herr Pfarrer. Wir leben in einer Höhle und man stellt uns das Essen vor die Tür. Kommst du, Mama? Ja. Darf ich ihn sehen? Haben Sie keine Angst? Hm. Im Krankenhaus ziehen Sie Gummihandschuhe an. Bitte. Also gut. Aber nicht jetzt. Ich muss ihn erst fragen. Und dann wird er sich ein bisschen zurecht machen wollen. Ist er sehr empfindlich. Natürlich.
Wann immer Sie wollen. Heute Abend. Fragen Sie ihn doch, ob er mit Ihnen die Heilige Kommunion empfangen will. Aber wirklich nur, wenn er will. Wozu? Ein Gott, der sowas zulässt. Der Junge hat nichts getan. Er ist immer brav in die Kirche gegangen. Vor dem Schlafengehen hat er gebetet. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Krank hat er ihn gemacht. Die Hölle hat er. Mama! Ja, schon gut. Also bis heute Abend. Falls er nicht will, schicke ich Silvia rüber ins Pfarrhaus. 19 Uhr? Ich komme. Machen Sie das nie wieder, wer Sie auch immer sind, hören Sie? Machen Sie das nie wieder. Komm, nochmal. Läuft noch. Okay. Hören Sie, das geht nicht. Was geht nicht? Na, das, was Sie hier machen, haben Sie eine Genehmigung? Haben wir eine Genehmigung? Was ist los? Ob wir eine Genehmigung haben. Na klar, sonst könnte man ja nicht drehen, oder? Also haben Sie gehört, und wer sind Sie? Ich bin der Eigentümer von dem Grund und Boden, auf dem Sie stehen. Also gut. Halt. So, gehört Ihnen die Straße vielleicht auch noch? So war das nicht gemeint. Wie denn? Also wenn schon mal das Fernsehen nach Eberfeld kommt, ich meine, dann müssen Sie doch nicht gleich die Kirche aufnehmen. Gibt doch ein ganz schiefes Bild. Also wenn ich Ihnen was vorschlagen darf, ja? Schlagen Sie. Also an Ihrer Stelle würde ich gleich mit dem Wirtshausschild anfangen. Also ganz groß, Eberburg, Eberfeld. Und dann würde ich langsam rumgehen. So, über den ganzen Platz. Übers Pfarrhaus aus dem 17. Jahrhundert. Und dann zum Schluss die Kirche, wenn es halt sein muss. Ja, und dann hätten Ihre Zuschauer einen guten Überblick über unseren Ort. Und Sie eine prima kostenlose Reklame für Ihre Kneipe. Die Eberburg ist stadtbekannt. Das beste Bier, den besten Wein und das beste Essen. Letztens hatten wir sogar ein paar Franzosen hier. Die waren zufrieden, glauben Sie gar nicht. Und heute gibt's übrigens Schlachtplatte. Da hätte ich zufällig 2 Portionen übrig. Zufällig? Ja. Dazu schönes Glas Wein, Glas Bier. Und zum Nachtisch gibt's Rhabarbergrütze oder Quarkkuchen, je nachdem. Oder beides. Dann mach doch mal das Bild frei. Ach so, ja. Also wenn ich richtig verstehe, dann waren die Plakate auf einmal da. Und keiner weiß wie, wer, warum. So ist es. Auf einmal. Also wie ein Wunder. Naja, also ein Wunder wäre vielleicht zu viel gesagt. Ja, Entschuldigung. Ja, hab ich schon. Hab alles im Kasten. Bis gleich. Ja. Oh. Da, darf ich warten? Ja. Kann ich mit? Ja. Aber vergiss nicht, du musst noch für Oma einkaufen, ja? Ich brauch frisches Wasser. Ich nicht. Bitte hört ihr auf, das ist genug. Das ist wunderbar sauber, das reicht für die paar Meter dran und lächerlich. Unser Herr sieht auch in den letzten Winkel, August. Ja, ich hoffe, er hat was Besseres zu tun. Halt! Kein Schritt weiter. Ja, wir wollten doch nur ein paar Bilder machen. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, aber sehen Sie denn nicht, dass die Fliesen noch nass sind? Sind Sie die Frau Pfarrer? Nein, ich bin die Küsterin. Sehr interessant. Dann wissen Sie ja sicher eine Menge zu erzählen über die Plakataktion. Allerdings, das ist eine Unverschämtheit erster Güte. Als wenn die Religion ein Waschpulver wäre. Dann sind Sie wohl mit den Methoden Ihres Herrn Pfarrer nicht einverstanden. Wieso denn unser Herr Pfarrer? Unser Herr Kempfert ist ein feiner, intelligenter Mensch. Nie im Leben wäre der auf so eine Idee gekommen. Wer kam denn dann auf die Idee? Das kann ich Ihnen sagen. Nehmen Sie erst mal das Ding da weg. Und das können Sie nicht bringen. Sonst heißt es nämlich gleich wieder, ich hätte es erzählt. Also, unser Pfarrer hat mit der ganzen Aktion nichts zu tun. Das ist die Firma Busche Römer. Leo Busche? Genau, den sollten Sie mal befragen, bevor Sie unseren Herrn Pfarrer in die Mangel nehmen. Der hat Ärger genug und Schwierigkeiten mit dem Ordinariat. Sehr gut.
Was ist das? Sagen Sie mal, Frau... Bebel. Agnes Bebel. Ja, Frau Bebel, würden Sie vielleicht so lieb sein und die Kerzen anzünden? Das macht ein bisschen mehr Stimmung. Aber gern. Aber bitte nicht hier durch den Mittelgang. Ich gehe Ihnen voraus. Ja, gern. Sie. August! August! Wo ist der denn wieder? Annemarie, Ihr Busche muss sofort her. Die Bebel hat alles verpfiffen. Wie? Na wie, was wie, indem sie den Mund aufgemacht hat. In der Kirche sind Leute, die mit einer Kamera, die filmen da. Wir können doch den Pfarrer nicht ins Verderben rennen lassen. Ich probiere es ja schon die ganze Zeit, aber er ist in der Sitzung bei Dannecke und die Sekretärin stellt keine Gespräche durch. Ja, das können wir gleich haben. Ja, wie ist die Nummer? Machen Sie keinen Ärger, August. Ich mache keinen Ärger, im Gegenteil, das ist die Nummer. Sie kommen da nicht durch. Ich komme durch, ja. Sie werden, in 10 Minuten ist der Busche hier. Sie können sich verlassen darauf. August. Mit die Nummer, bitte. Du weißt, dass ich August heiße. Aber ich weiß die Nummer nicht. 2 9 Warte. 2 7 1 1 Nochmal die 1. Also 11. Ich? Ja, ja. Sie sind meine Sekretärin. Sagen Sie alles, was ich Ihnen sage. Guten Tag, hier ist Bankhaus Hähnlein. Ich möchte bitte Herrn Direktor Dannecker sprechen. Wie? Hähnlein. Hier ist Bankhaus Hähnlein. Guten Tag, hier ist das Bankhaus Hähnlein. Ich möchte Herrn Direktor Dannecker sprechen, bitte. Jetzt, hier ist das Sekretariat Hähnlein. Einen Augenblick, bitte. Aber freundlich, ja? Ich habe eine sehr freundliche... Guten Tag, hier ist das Sekretariat Direktor Hähnlein. Einen Moment, bitte. Hallo? Ja, hier ist Hähnlein. Wer? Ah ja, guten Tag. Für Sie. Ich möchte bitte Herrn Direktor Dannecker sprechen. Na ja, hier ist Direktor Hähnlein. Ich möchte... Verzeihung, wir sind verabredet. Sie müssen sich irren. Wie spät ist es? Nein, telefonisch. Viertel nach 2. Er hat mich gebeten, 14:45 anzurufen, wenn Sie so freundlich... Ach, ja. Also, na, dann holen Sie ihn heraus. Nein, ich habe auch eine Sitzung unterbrochen, um ihm seine... Ja. Nein, Moment. Er hat mich gebeten, nicht ich ihn. Aha, ja, dann eine Bitte, eine letzte, ja? Schönen Gruß von Direktor Hähnlein. Er möchte in 4 Wochen noch einmal anrufen, dann bin ich vielleicht aus dem Urlaub zurück. Und Sie sind mit Sicherheit entlassen, mein Kind. Ah, na, danke vielmals. Sie stellt die Verbindung her. Ja. Nein, das macht er nicht. Bitte sehr. Summa summarum haben Sie es mit einer Investition von ca. 1,8 Millionen zu tun, die sich allerdings dank unseres Verfahrens und dem Verkauf der verschiedenen Schadstoffe in ca. 15 bis 20 Jahren amortisieren dürfte. Na, dann ist doch alles bestens. 15 bis 20 Jahre. Und wie lange garantieren Sie Ihre Anlage? 2 Jahre? Das ist doch glatter Wahnsinn, Vater. Hähnlein? Bankhaus Hähnlein? Entschuldigen Sie mich, mein Herr. Also zumindest ist das eine Filteranlage, die nicht nur was kostet, sondern die auch noch was abwirft. Sehr gut. Wenigstens eine Abteilung im Haus, die was bringt, wie? Also, Herr Busche, ich frage mich allmählich wirklich, auf welcher Seite Sie stehen. Auf der anderen. Aber da steht auch Ihr Vater und noch ein anderer. Das Gespräch ist für Sie, Herr Busche. Für mich? Ja. Tut mir leid. Wir werden Ihre Fehlzeit von Ihrer Provision abziehen, ja? Also, meine Herren, ich höre, Herr Stenzel, irgendwelche Kommentare, Einwände? Nein, Herr Busche, Moment, Sie wissen genauso gut wie ich, wir kennen den Pfarrer beide, dass er nie etwas auf einen anderen Menschen abschieben würde, im Gegenteil. Ja, eben. Ja, darauf warten die doch bloß. Im Ordinariat. Im Ordinariat. Ja, nein, Moment, die haben Sie uns eingebrockt, also löffeln Sie sie auch wieder aus. Na, die Suppe! Ja, bitte sehr! Zehn Minuten. Zörner vom Fernsehen, wir hätten gerne eine Stellungnahme zu Ihrer
Aufsehen nach irgendeiner Aktion. Ach so, die Plakate. Und was ist daran so aufsehenerregend? Was wollten Sie? Kirche und Werbung? Das ist zumindest ein Novum und damit eine Nachricht wert. Wollen wir? Mein Team wartet draußen vor der Kirche. Vielleicht schaffen wir es noch um 17 Uhr, ist Redaktionsschluss. Du gibst mir ein Zeichen, okay? Okay. Komm, er läuft. Wir stehen hier vor dem Hauptportal von St. Augustin, einer der ältesten Kirchen hier im Großraum. Neben mir Herr Pfarrer Dr. Dr. Kämpfer, der durch seine Plakataktion hier in Eberfeld bis hin zum Rathaus der Metropole für einigen Wirbel gesorgt hat. Herr Pfarrer, diese Plakataktion, also diese Art der Missionierung, ist das nun etwas Außergewöhnliches? Gute Werbung ist immer ungewöhnlich, oder? Sicher, aber in diesem Falle scheiden sich die Geister ja am Produkt, denn das Produkt ist die Religion oder provokativer ausgedrückt Gott. Und der sagt, wer Augen hat zu sehen, der sehe und Ohren hat zu hören, der höre. Besser kann ich das auch nicht ausdrücken. Sind noch weitere Aktionen dieser Art geplant? Allerdings. Ich habe es nämlich bis oben hin satt, einfach nur zuzusehen. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen, bevor alles, was am Menschen gut ist, kaputt gemacht wird. Sie finden diese Plakate ungewöhnlich. Ich zum Beispiel, ich finde viel ungewöhnlicher, was sich hier Tag für Tag unter uns abspielt. Nicht zum Beispiel würde ich mich nie daran gewöhnen, dass man eine ganze Familie mit einem AIDS-kranken Jungen wie Aussätzige behandelt. Dass man die Tochter auf der Schule nicht duldet, die Mutter vom Betrieb nach Hause schickt. Aber anscheinend ist das ganz normal, nicht interessant für sie. Ich habe auch schon den Text für unser nächstes Plakat. Und hätte ich keine Liebe, dann wäre ich nichts als tönernes Erz und eine klingende Schelle. Oder was meinen Sie, Herr Busch? Ja, eine Botschaft, die etwas bewirken soll, okay, muss unter die Leute gebracht werden. Das gilt doch eigentlich erst recht für die sogenannte frohe Botschaft. Ja, die Mama hat's doch erlaubt. Heute? Und wer bedient? Ich. Als Erste. Meine schon. Neuland der Werbung. Um eins bist du zurück, ja? Ja. Danke, Busch. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die noch keine Gelegenheit hatten, die Plakate sich anzuschauen, folgen jetzt einige Kostproben. Guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend. Warum stehst du denn hier? Ich hab doch an der Ecke gewartet. Sich. Aber er hat starke Schmerzen. Bitte nicht zu lange, Herr Pfarrer. Komm. Vielleicht kommen Sie noch. Wer? Ich habe ihm Bescheid gesagt. Manfred? Bitte nicht. Das brauchen Sie nicht. Ich will aber. Ich weiß, ich kann dir nicht viel helfen. Aber deine Hand halten, das kann ich. Wir brauchen auch nicht zu reden, wenn du nicht willst. Was kann ich dir schon sagen? Warum? Warum bin ich nicht tot? Endlich. Darauf gibt es keine Antwort. Oder ich weiß keine. Aber es gibt ein Lied von König David. Ein ziemlich wütendes Lied. Weil er, als er es schrieb, sehr verzweifelt war. So wie wir jetzt. Und du. Willst du es hören? Hm.
Warum zürnst du mir? Lass es genug sein mit dieser Pein. Deine Pfeile bohren sich in mich und deine Hand schlägt mich schwer. An meinem Körper ist keine heile Stelle und keines meiner Glieder mehr gesund. Ich bin am Ende mit meiner Kraft, kann nur noch schreien vor Qual. Es zittert mein Herz, kraftlos liege ich. Selbst meine Augen versagen mir den Dienst. Die Freunde und Nachbarn meiden mich, weil sie mein Unglück fürchten. Selbst meine Nächsten haben sich entfernt. Man will, dass ich sterbe und stellt mir nach. Man verwünscht mich und lästert hinter meinem Rücken Tag aus Tag ein. O Herr, lass mich nicht allein. Verbirg dich nicht vor mir, mein Gott. Komm und hilf mir bald. Herr, du mein Retter. Hallo, Hans-Peter. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Mit Würstchen. Sag schon was. Ich rauche, wie du siehst. Du kannst nicht das ganze Unglück auf dich nehmen, was in deiner Gemeinde geschieht, Adam. Das hält kein Mensch durch. Ein Mensch vielleicht nicht, aber ein richtiger Pfarrer. Du bist ein guter Pfarrer. Nicht gut genug, Else. Nicht gut genug. Na, nicht schlecht. 253 Besucher. Erfolgskontrolle. Kontrollieren Sie lieber am nächsten Sonntag, wenn sich der Wirbel gelegt hat. Und wenn Sie mal wieder helfen wollen, dann sagen Sie mir Bescheid. Ihre Motive sind ja nicht ganz so uneigennützig, nicht wahr? Richtig. 251 Leute. 253. Ich habe sie genau gezählt. Ist gar nicht schlecht. Aber das nächste Mal bitte ich, derartige Aktionen im Pfarrgemeinderat abzusprechen, ja? Selbstverständlich, Herr Stützmann. Soll nicht wieder vorkommen. Gut, Herr Pfarrer. Grüß Ihnen, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Wiedersehen. Wiedersehen. Exzellenz. Ich wollte nur wieder mal eine gute Predigt hören. Meine kenne ich ja schon. Und? Hat die meine etwas Neues gebracht? Insofern schon, dass ich dich nicht wie geplant für 30 Jahre in die Wüste schicke. Wie viele Leute waren denn drin? Mit dir 253. Auf diese Weise kriegt man sogar einen Bischof in die Kirche. Du sei vorsichtig. Die Wüste lebt. Ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Aber der Wetterbericht ist eine, wie immer eine Katastrophe. Regen, Regen, nicht. Sehr gut. Da können wir ja mal die Bänke tüchtig schrubben und bohnen. Bohnen? Mhm.
Anna, wie geht's ihm? Sie haben ihn heute Nacht geholt. Auf die Intensivstation. Um 4 Uhr ist er gestorben. Nein. Oh je, das ist ja... Ich bin nicht traurig, Herr Pfarrer. Ich bin froh. Jetzt hat er keine Schmerzen mehr. Und er hat gelächelt. Wie der König David. Neuer Pfarrer von St. Augustin, Kempfert. Und das hier ist Hans-Peter Maywald, ein Klassenkamerad Ihrer Tochter. Tag. Wir wollten nur... Bitte gehen Sie. Wir machen Ihnen bestimmt keine Schwierigkeiten. Silvia, bitte. Das kann schon sein. Ich bitte Sie trotzdem zu gehen. Das tut mir leid. Du hast es sicher gut gemeint. Uns kann keiner helfen. Das käme auf einen Versuch an. Rektor Stadler hat mich informiert, Frau Rana. Ich bin überhaupt nicht seiner Auffassung. So? Ich finde, es gibt keinen Grund, warum Silvia nicht zur Schule gehen sollte, trotz ihres Zustandes. Hans-Peter, würdest du bitte draußen warten? Ich muss mit dem Herrn Pfarrer alleine sprechen. Gut. Aber nicht vergessen, sonst kriege ich Trouble daheim. Ich komme vorbei. Und danke. Also gut. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. In der Firma ist es sowieso schon rum. Alles nette Leute. Aber gekündigt hat man mir trotzdem. Bei vollem Gehalt. Hier. Schwarz auf weiß. Möchten wir Sie bitten, von Ihrer Anwesenheit an Ihrem Arbeitsplatz Abstand zu nehmen. Ihr Gehalt werden wir Ihnen selbstverständlich wie gewohnt überweisen. Gibt's denn sowas? Ich bin sofort hin. Aber im Büro arbeitet heute niemand, nur die Schicht. Und das alles, weil Ihre Tochter AIDS hat. Silvia. Silvia ist so gesund wie Sie und ich. Ihr Bruder hat Immunschwäche. Er ist Bluter. Mit 14 hat man ihm infiziertes Blut gespritzt. Heute ist er 16. Seit 2 Jahren traut er sich nicht aus seinem Zimmer. Wir haben ihn versteckt. Aber als er dann auf die Intensivstation musste mit diesen entsetzlichen Krämpfen, da war es dann raus. Ranas haben AIDS.
Wir haben kein Aids, Silvia und ich. Aber genauso gut könnten wir tot sein. Wir sind Aussätzige, Herr Pfarrer. Wir leben in einer Höhle und man stellt uns das Essen vor die Tür. Kommst du, Mama? Ja. Darf ich ihn sehen? Augustin Kempfert. Und das hier ist Hans-Peter Maywald, ein Klassenkamerad Ihrer Tochter. Tag. Wir wollten nur... Bitte gehen Sie. Wir machen Ihnen bestimmt keine Schwierigkeiten. Silvia, bitte. Das kann schon sein. Ich bitte Sie trotzdem zu gehen. Das tut mir leid. Du hast es sicher gut gemeint. Uns kann keiner helfen. Das käme auf einen Versuch an. Rektor Stadler hat mich informiert, Frau Rana. Ich bin überhaupt nicht seiner Auffassung. So? Ich finde, es gibt keinen Grund, warum Silvia nicht zur Schule gehen sollte, trotz ihres Zustandes. Hans-Peter, würdest du bitte draußen warten? Ich muss mit dem Herrn Pfarrer alleine sprechen. Gut. Aber nicht vergessen, sonst kriege ich Trouble daheim. Ich komme vorbei. Und danke. Ja, ja. Also gut. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. In der Firma ist es sowieso schon rum. Alles nette Leute. Aber gekündigt hat man mir trotzdem. Bei vollem Gehalt. Hier, schwarz auf weiß. Möchten wir Sie bitten, von Ihrer Anwesenheit an Ihrem Arbeitsplatz Abstand zu nehmen. Ihr Gehalt werden wir Ihnen selbstverständlich wie gewohnt überweisen. Gibt's denn sowas? Ich bin sofort hin. Aber im Büro arbeitet heute niemand, nur die Schicht. Und das alles, weil Ihre Tochter Aids hat. Silvia. Silvia ist so gesund wie Sie und ich. Ihr Bruder hat Immunschwäche. Er ist Bluter. Mit 14 hat man ihm infiziertes Blut gespritzt. Heute ist er 16. Seit 2 Jahren traut er sich nicht aus seinem Zimmer. Wir haben ihn versteckt. Aber als er dann auf die Intensivstation musste mit diesen entsetzlichen Krämpfen, da war es dann raus. Ranas haben Aids. Wir haben kein Aids, Silvia und ich. Aber genauso gut könnten wir tot sein. Wir sind Aussätzige, Herr Pfarrer. Wir leben in einer Höhle und man stellt uns das Essen vor die Tür. Kommst du, Mama? Ja. Darf ich ihn sehen? Haben Sie keine Angst? Ja, bitte sehr! Zehn Minuten. Stellungnahme zu Ihrer aufsehenerregenden Aktion. Ach so, die Plakate. Und was ist daran so aufsehenerregend? Was wollen Sie? Kirche und Werbung? Das ist zumindest ein Novum und damit eine Nachricht wert. Wollen wir? Mein Team wartet draußen vor der Kirche. Vielleicht schaffen wir es noch um 17 Uhr, ist Redaktionsschluss. Du gibst mir ein Zeichen, okay? Okay. Kamera läuft. Wir stehen hier vor dem Hauptportal von St. Augustin, einer der ältesten Kirchen hier im Großraum. Neben mir Herr Pfarrer Dr. Kempfert, der durch seine Plakataktion
hier in Eberfeld bis hin zum Rathaus der Metropole für einigen Wirbel gesorgt hat. Herr Pfarrer, diese Plakataktion, also diese Art der Missionierung, ist das nun etwas Außergewöhnliches? Gute Werbung ist immer ungewöhnlich, oder? Sicher, aber in diesem Falle scheiden sich die Geister ja am Produkt, denn das Produkt ist die Religion oder provokativer ausgedrückt Gott. Und der sagt, wer Augen hat zu sehen, der sehe und Ohren hat zu hören, der höre. Besser kann ich das auch nicht ausdrücken. Sind noch weitere Aktionen dieser Art geplant? Allerdings. Ich habe es nämlich bis oben hin satt, einfach nur zuzusehen. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen, bevor alles, was am Menschen gut ist, kaputt gemacht wird. Sie finden diese Plakate ungewöhnlich. Na schön. Ich zum Beispiel, ich finde viel ungewöhnlicher, was sich hier Tag für Tag unter uns abspielt. Nicht zum Beispiel werde ich mich nie daran gewöhnen, dass man eine ganze Familie mit einem AIDS-kranken Jungen wie Aussätzige behandelt. Dass man die Tochter auf der Schule nicht duldet, die Mutter vom Betrieb nach Hause schickt. Aber anscheinend ist das ganz normal, nicht interessant für Sie. Ich habe auch schon den Text für unser nächstes Plakat. Und hätte ich keine Liebe, dann wäre ich nichts als tönernes Erz und eine klingende Schelle. Oder was meinen Sie, Herr Busch? Hat die meine etwas Neues gebracht? Insofern schon, dass ich dich nicht wie geplant für 30 Jahre in die Wüste schicke. Wie viele Leute waren denn drin? Mit dir 253. Auf diese Weise kriegt man sogar einen Bischof in die Kirche. Du sei vorsichtig. Die Wüste lebt. Ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Aber Wetterbericht ist eine, wie immer eine Katastrophe. Regen, Regen, nichts. Sehr gut. Da können wir ja mal die Bänke tüchtig schrubben und bohnen. Bohnen? Mhm. Geht's ihm? Sie haben ihn heute Nacht geholt. Auf die Intensivstation. Um 4 Uhr ist er gestorben. Nein. Oh je, das ist ja... Ich bin nicht traurig, Herr Pfarrer. Ich bin froh. Jetzt hat er keine Schmerzen mehr. Und er hat gelächelt. Wie der König David. Würstchen. Sag schon was. Ich rauche, wie du siehst.
Du kannst nicht das ganze Unglück auf dich nehmen, was in deiner Gemeinde geschieht, Adam. Das hält kein Mensch durch. Ein Mensch vielleicht nicht, aber ein richtiger Pfarrer. Du bist ein guter Pfarrer. Nicht gut genug, Else. Nicht gut genug. Nicht schlecht. 253 Besucher. Erfolgskontrolle. Kontrollieren Sie lieber am nächsten Sonntag, wenn sich der Wirbel gelegt hat. Und wenn Sie mal wieder helfen wollen, dann sagen Sie mir Bescheid. Ihre Motive sind ja nicht ganz so uneigennützig, nicht wahr? Richtig. 251 Leute. 253. Ich habe sie genau gezählt. Ist gar nicht schlecht. Aber das nächste Mal bitte ich, derartige Aktionen im Pfarrgemeinderat abzusprechen, ja? Selbstverständlich, Herr Stützmann. Soll nicht wieder vorkommen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Ihnen, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Wiedersehen, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Wiedersehen. Wiedersehen. Exzellenz. Ich wollte nur wieder mal eine gute Predigt hören. Meine kenne ich ja schon. Und? Hat die meine etwas Neues gebracht? Insofern schon, dass ich dich nicht wie geplant für 30 Jahre in die Wüste schicke. Wie viele Leute waren denn drin? Mit dir 253. Auf diese Weise kriegt man sogar einen Bischof in die Kirche. Du sei vorsichtig. Die Wüste lebt. Ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Aber der Wetterbericht ist eine, wie immer eine Katastrophe. Regen, Regen, nicht. Sehr gut. Da können wir ja mal die Bänke tüchtig schrubben und bohnen. Bohnen? Mhm. Geht's ihm? Sie haben ihn heute Nacht geholt. Auf die Intensiv. Und wie lange garantieren Sie Ihre Anlage? 2 Jahre? Das ist doch glatter Wahnsinn, Vater. Hähnlein? Bankhaus Hähnlein? Entschuldigen Sie mich, mein Herr. Also zumindest ist das eine Filteranlage, die nicht nur was kostet, sondern die auch noch was abwirft. Sehr gut. Wenigstens eine Abteilung im Haus, die was bringt. Wie? Also, Herr Busche, ich frage mich allmählich wirklich, auf welcher Seite Sie stehen. Auf der anderen. Aber da steht auch Ihr Vater und noch ein Das Gespräch andere. Ist für Sie, Herr Busche. Für mich? Ja. Tut mir leid. Wir werden Ihre Fehlzeit von Ihrer Provision abziehen, ja? Also, meine Herren, ich höre, Herr Stenzel, irgendwelche Kommentare, Einwände. Nein, nein, Herr Busche, Moment, Sie wissen genauso gut wie ich, wir kennen den Pfarrer beide, dass er nie etwas auf einen anderen Menschen abschieben würde, im Gegenteil. Ja eben, ja eben, ja darauf warten die doch bloß. Im Ordinariat. Im Ordinariat. Ja, nein, nein, Moment, die haben Sie uns eingebrockt, also löffeln Sie sie auch wieder aus. Na, die Suppe. Ja, bitte sehr. Zehn Minuten. Herr Pfarrer? Ja? Ich habe angerufen heute Morgen. Zörner vom Fernsehen. Wir hätten gerne eine Stellungnahme zu Ihrer Aufsehen nach irgendeiner Aktion. Ach so, die Plakate. Und was ist daran so aufsehenerregend? Was wollen Sie? Kirche und Werbung? Das ist zumindest ein Novum und damit eine Nachricht wert. Wollen wir? Mein Team wartet draußen vor der Kirche. Vielleicht schaffen wir es noch um 17 Uhr, ist Redaktionsschluss. Du gibst mir ein Zeichen, okay? Okay. Komm mal, läuft! Okay.
Wir stehen hier vor dem Hauptportal von St. Augustin, einer der ältesten Kirchen hier im Großraum. Neben mir Herr Pfarrer Dr. Dr. Kämpfer, der durch seine Plakataktion hier in Eberfeld bis hin zum Rathaus der Metropole für einigen Wirbel gesorgt hat. Herr Pfarrer, diese Plakataktion, also diese Art der Missionierung. Herr Pfarrer. Ja? Ich habe angerufen heute Morgen. Zörner vom Fernsehen, wir hätten gerne eine Stellungnahme zu Ihrer aufsehenerregenden Aktion. Ach so, die Plakate. Und was ist daran so aufsehenerregend? Was wollen Sie? Kirche und Werbung? Das ist zumindest ein Novum und damit eine Nachricht wert. Wollen wir? Mein Team wartet draußen vor der Kirche. Vielleicht schaffen wir es noch um 17 Uhr, ist Redaktionsschluss. Du gibst mir ein Zeichen, okay? Okay. Mhm. Komm, läuft! Wir stehen hier vor dem Hauptportal von St. Augustin, einer der ältesten Kirchen hier im Großraum. Neben mir Herr Pfarrer Dr. Dr. Kämpfer, der durch seine Plakataktion hier in Eberfeld bis hin zum Rathaus der Metropole für einigen Wirbel gesorgt hat. Herr Pfarrer, diese Plakataktion, also diese Art der Missionierung, ist das nun etwas Außergewöhnliches? Gute Werbung ist immer ungewöhnlich, oder? Sicher, aber in diesem Falle scheiden sich die Geister ja am Produkt, denn das Produkt ist die Religion oder provokativer ausgedrückt Gott. Und der sagt, wer Augen hat zu sehen, der sehe und Ohren hat zu hören, der höre. Besser kann ich das auch nicht ausdrücken. Sind noch weitere Aktionen dieser Art geplant? Allerdings. Ich habe es nämlich bis oben hin satt, einfach nur zuzusehen. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen, bevor alles, was am Menschen gut ist, kaputt gemacht wird. Sie finden diese Plakate ungewöhnlich. Na schön. Ich zum Beispiel, ich finde viel ungewöhnlicher, was sich hier Tag für Tag unter uns abspielt. Nicht zum Beispiel werde ich mich nie daran gewöhnen, dass man eine ganze Familie mit einem AIDS-kranken Jungen wie Aussätzige behandelt, dass man die Tochter auf der Schule nicht duldet, die Mutter vom Betrieb nach Hause schickt. Aber anscheinend ist das ganz normal, nicht interessant für Sie. Ich habe auch schon den Text für unser nächstes Plakat. Und hätte ich keine Liebe, dann wäre ich nichts als tönernes Erz und eine klingende Schelle. Oder was meinen Sie, Herr Busch? Eine Botschaft, die etwas bewirken soll, die muss unter die Leute gebracht werden. Das gilt doch eigentlich erst recht. Für die sogenannte frohe Botschaft. Ja, die Mama hat's doch erlaubt. Heute? Und wer bedient? Ich. Als Erste geht es Neuland der Werbung. Um eins bist du zurück, ja? Ja. Danke, Rusche. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die noch keine Gelegenheit hatten, die Plakate sich anzuschauen, folgen jetzt einige Kostproben. Eva? Also, mich interessiert das eigentlich schon. Ich mache euch nichts vor und ihr macht mir nichts vor. Sonst können wir das Ganze gleich vergessen und ins Hallenbad gehen. Soll ich euch sagen, warum ihr hier seid? Erstens, weil eure Mutter oder euer Vater so will und sonst der Teufel los ist zu Hause. Zweitens, weil ihr damit ganz lässig euren Notendurchschnitt aufbessern wollt. Von mir aus. Und drittens, da kommt ihr aber so schnell nicht drauf, weil dazu muss man nämlich so alt sein wie ich und so viel gesehen haben wie ich. Drittens seid ihr hier, weil es keinen Zufall gibt. Donnerwetter, Johannes. Weil es keinen Zufall gibt. Mit anderen Worten, es hat irgendeinen Sinn, den wir noch nicht verstehen können. Aber vielleicht so gegen Ende des Schuljahres oder vielleicht auch erst sehr viel später, irgendwann in eurem Leben, wird es euch plötzlich klar werden, warum ihr hier seid. Mit mir, und ich bin auch nicht zufällig hier, wollen wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken, was das alles soll, um uns herum und vor allem in uns. Ist das mit dem Ministerium geklärt? Nicht, dass er dann auf Ihre Einstellung klagt. So steht es wörtlich im Erlass vom Kultusministerium. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, Herr Pfarrer,
Ich bin hier sowieso gleich durch. Was gibt's denn? Ich hoffe keinen Ärger, denn davon habe ich genug. Ich komme wegen Silvia Rana. Ach, sie soll schon länger fehlen. In anderen Fächern mag das nicht so auffallen, aber bei meinen paar Hanseln, sie soll krank sein. Gehen wir in mein Zimmer. Silvia Rana ist nicht mehr auf unserer Schule. Dass sie bei Ihnen noch auf der Liste steht, ist ein Versehen. Aha. Und warum darf das die Sekretärin nicht hören? Weil sowieso schon genug geredet wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich damit zufrieden geben würden. Ist sie umgezogen oder was? Nein. Dann ist sie von der Schule geflogen. Herr Kempfert, ich kenne Sie gut genug, um diese Sache lieber für mich zu behalten. Silvia Rana ist nicht zum Unterricht erschienen und dabei wollen wir es belassen, ja? Und ich kenne Sie leider noch nicht gut genug, um mir daraus einen Reim machen zu können. Na schön, dann würde ich das Mädchen eben selbst fragen müssen. Herr Pfarrer. Ja? Das Mädchen hat AIDS. Jedenfalls wird das behauptet. Und ich werde mich hüten, da irgendwie von amtlicher Seite tätig zu werden. Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich bin sogar froh, dass sie nicht mehr kommt. Ich wäre sonst wahrscheinlich gezwungen, sie vom Unterricht fernzuhalten. Also wie? Hat sie nun AIDS oder nicht? Und selbst wenn, hat sie ein Recht darauf, hier zu erscheinen? Ich probiere es ja schon die ganze Zeit, aber er ist in der Sitzung bei Dannecker und die Sekretärin stellt keine Gespräche durch. Ja, das können wir gleich haben. Ja, wie ist die Nummer? Machen Sie keinen Ärger aus. Mach keinen Ärger, im Gegenteil, ist die Nummer. Sie kommen da nicht durch. No, ich komme durch, ja. Sie werden, in 10 Minuten ist der Busche hier. Sie können sich verlassen darauf. August. Mit die Nummer, bitte. Du weißt, dass ich August heiße, aber ich weiß die Nummer nicht. 2 9 Warte. 2 7 1 1 Hm. Nochmal die 1. Also 11. Was, ich? Ja, ja. Sie sind meine Sekretärin. Sie sagen Sie alles, was ich Ihnen sage. Guten Tag, hier ist Bankhaus Hähnlein. Ich möchte bitte Herrn Direktor Dannecker sprechen. Wie? Hähnlein, hier ist Bankhaus Hähnlein. Guten Tag, hier ist das Bankhaus Hähnlein. Ich möchte Herrn Direktor Dannecker sprechen, bitte. Jetzt, hier ist das Sekretariat Hähnlein. Einen Augenblick, bitte. Aber freundlich, ja? Ich habe eine sehr freundliche... Guten Tag, hier ist das Sekretariat Direktor Hähnlein. Einen Moment, bitte. Hallo? Ja, hier ist Hähnlein. Wer? Ah ja, guten Tag. Für Sie. Ich möchte bitte Herrn Direktor Dannecker sprechen. Naja, hier ist Direktor Hähnlein. Ich möchte... Verzeihung, wir sind verabredet. Sie müssen sich irren. Wie spät ist es? Nein, telefonisch. Viertel nach zwei. Er hat mich gebeten, Viertel nach zwei anzurufen, wenn Sie so freundlich... Ach, ja. Ach, na, dann holen Sie ihn heraus. Nein, ich habe auch eine Sitzung unterbrochen, um ihm seine... Ja, ja. Nein, Moment. Er hat mich gebeten, nicht ich ihn. Aha, ja. Dann eine Bitte, eine letzte, ja? Schönen Gruß von... Direktor Hähnlein, er möchte in 4 Wochen noch einmal anrufen, dann bin ich vielleicht aus dem Urlaub zurück. Und Sie sind mit Sicherheit entlassen, mein Kind. Ah, na danke vielmals, Sie stellt die Verbindung her. Ja. Nein, das macht er nicht. Bitte sehr. Summa summarum haben Sie es mit einer Investition von ca. 1,8 Millionen zu tun, die sich allerdings dank unseres Verfahrens und dem Verkauf der verschiedenen Schadstoffe in ca. 15 bis 20 Jahren amortisieren dürfte. Na, dann ist doch alles bestens. 15 bis 20 Jahre. Und wie lange garantieren Sie Ihre Anlage? 2 Jahre? Das ist doch glatter Wahnsinn, Vater. Hähnlein? Bankhaus Hähnlein? Entschuldigen Sie mich, mein Herr. Also zumindest ist das eine erfüllte Anlage, die nicht nur was kostet, sondern die auch noch was abwirft. Sehr gut. Wenigstens eine Abteilung im Haus, die was bringt. Wie? Also, Herr Busche, ich frage mich allmählich wirklich, auf welcher Seite Sie stehen. Auf der anderen. Aber da steht auch Ihr Vater. Sagen Sie. Also an Ihrer Stelle würde ich gleich mit dem Wirtshausschild anfangen. Also ganz groß, Eberburg, Eberfeld. Und dann würde ich langsam rumgehen. So, über den ganzen Platz, übers Pfarrhaus aus dem 17. Jahrhundert und dann zum Schluss die Kirche, wenn es halt sein muss. Ja, und dann hätten Ihre Zuschauer einen guten Überblick über unseren Ort. Und Sie eine prima kostenlose Reklame für Ihre Kneipe. Die Eberburg ist stadtbekannt. Das beste Bier, den besten Wein und das beste Essen. Letztens hatten wir sogar ein paar Franzosen hier, die waren zufrieden, glauben Sie gar nicht. Und heute gibt es übrigens Lachplatte.
da hätte ich zufällig zwei Portionen übrig. Zufällig? Ja. Dazu schönes Glas Wein, Glas Bier. Und zum Nachtisch gibt's Rhabarbergrütze oder Quarkkuchen, je nachdem. Oder beides. Dann mach doch mal das Bett frei. Ach so, ja. Also, wenn ich richtig verstehe, dann waren die Plakate auf einmal da. Und keiner weiß, wie, wer, warum. So ist es. Auf einmal. Also, wie ein Wunder. Naja, also, ein Wunder wäre vielleicht zu viel gesagt. Ja, Entschuldigung. Hab ich schon. Hab alles im Kasten. Bis gleich. Ja. Oh, da, darf ich mal? Ja. Kann ich mit? Ja. Aber vergiss nicht, du musst noch für Oma einkaufen, ja? Ich brauch frisches Wasser. Ich nicht. Bitte, hört sie auf. Das ist genug. Das ist wunderbar sauber. Das reicht für die paar Meter dran. Lächerlich. Unser Herr sieht auch in den letzten Winkel, August. Ja, ich hoffe, er hat was Besseres zu tun. Halt! Kein Schritt weiter. Aber wir wollten doch nur ein paar Bilder machen. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, aber sehen Sie denn nicht, dass die Fliesen noch nass sind? Sind Sie die Frau Pfarrer? Nein, ich bin die Küsterin. So interessant. Dann wissen Sie ja sicher eine Menge zu erzählen über die Plakataktion. Allerdings, das ist eine Unverschämtheit erster Güte. Als wenn die Religion ein Waschpulver wäre. Dann sind Sie wohl mit den Methoden Ihres Herrn Pfarrer nicht einverstanden. Wieso denn unser Herr Pfarrer? Unser Herr Kempfert ist ein feiner, intelligenter Mensch. Nie im Leben wäre der auf so eine Idee gekommen. Wer kam denn dann auf die Idee? Das kann ich Ihnen sagen. Nehmen Sie erst mal das Ding da weg. Und das können Sie nicht bringen. Sonst heißt nämlich gleich wieder, ich hätte es erzählt.